Herzlich willkommen zum Video Einrichten und Festlegen der Geschütze. Um diese Arbeiten zu simulieren, begeben wir uns in das Gelände, in einen Feuerstellungsraum. Die nun zu beziehende Feuerstellung ist durch die Vermesser der Batterie vorbereitet. Der Richtkreis ist eingerichtet und die Grundrichtung 0800- festgelegt. Die Geschütze schließen ihren Marsch mit dem Beziehen der Feuerstellung ab. Nachdem die Geschütze in Stellung gegangen sind, baute Kanonier 1 das Rundblickfernrohr ein. In diesem Beispiel wird das Rundblickfernrohr des Geschützes wiederum durch zwei artilleristische Vollkreise simuliert. Im Unterschied zu den Teilkreisen beim Richtkreis läuft der schwarze Teilkreis allerdings gegen den Uhrzeigersinn. Nun erfolgte das Einrichten, das wir hier an dem Modellgeschütz simulieren wollen. Der Richtkreisbediener visierte das Rundblickfernrohr des Geschützes an und ließ den Richtungswinkel 0800- ab. Dieser Wert wird von ihm um 3200- verbessert und als Richtkreiszahl 4000- an den zwischenzeitlich herangelaufenen Munitionskanonier übergeben. Der Munitionskanonier durchmisst wieder im Laufschritt die Feuerstellung und übergibt die Richtkreiszahl an den Richtkanonier 1. Dieser dreht das Rundblickfernrohr auf die Richtkreiszahl 4000-. Bei Geschützen mit Selbstfahrlafette begann nun der Kanonier 1 in Zusammenarbeit mit dem Geschützfahrer das Geschütz auf der Kette, in unserem Fall nach rechts, zu drehen, bis die Optik des Rundblickfernrohres exakt den Richtkreis im Visier hatte. Nun erfolgte das Einfahren der Erdsporne. In dieser Zeit lief der Munitionskanonier wieder zum Richtkreis, um die verbesserte Richtkreiszahl abzuholen. Anschließend korrigierte der Kanonier 1 die Einrichtung des Geschützes durch händisches Drehen der Lafette. Das Geschütz war eingerichtet. Wenn man jetzt ein Parallelogramm über den Richtkreis und die Geschütze gelegt hätte, wäre der Gleichlauf in Grundrichtung sehr deutlich geworden. Um wirkungsbereit zu werden, musste das Geschütz jetzt festgelegt werden. Dazu dienten ursprünglich zwei Richtstangen, später dann Kollimatoren. Der Kanonier 1 fluchtete dazu die Optik des Rundblickfernrohres auf die Richtstangen oder den Kollimator und unterlegte dem schwarzen Teilkreis hier die Grundrichtung 0800. Anschließend wurden die Teilkreise gesperrt. Das Schießen konnte beginnen. Soweit zum Thema Einrichten und Festlegen der Geschütze. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsschritte in der Feuerstellung gegeben hat. Wenn Sie wissen möchten, wie das händische Vermessen oder die händische Feuerleitung oder das Artillerieschießen an sich funktionieren, empfehle ich Ihnen die Videos zur Artilleristik auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.